Heyo, Kuotoki wieder am Start. Heute mal mit einem ganz kleinen Video. Also, ja, ich weiß nicht, ob es viele von euch mitbekommen haben, manche schon, manche sicher nicht. Deshalb kommt dieses Video. Leute, und sehr! Legends Limited Beerus bekommt ein Legendary Finish. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt das Video dazu an. Okay, hier wären wir wieder. Natürlich ist es auf der Twitter-Seite von Dragon Ball Legends wieder veröffentlicht worden. Logischerweise haue ich den Link in die Videobeschreibung, dann könnt ihr es euch selber noch einmal anschauen. Ist nur ein 24-Sekunden-Video. Schauen wir uns das einfach mal an. Achso, er macht direkt die Ultimate. Okay. Oh, schaut das geil aus. Boah. Das schaut ja so geil aus. Okay. Also ich muss schon sagen, das, was sie am Ende hinzugefügt haben, das macht es noch um einiges schöner. Das kam ein bisschen unerwartet, weil ich bin ein sehr großer Fan davon, wenn ein Legendary Finish nicht mit dem Screen Legendary Finish endet, sondern wenn so eine kleine Cutscene danach noch kommt. Haben sie, finde ich, echt schön gemacht. Gefällt mir. Und ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, wann es kommen wird, wissen wir nicht, es wird ein riesen Update bei Dragon Ball Legends geben und da wird es dann auch mit dazukommen. Also Leute, das wäre es dann mit dem Video gewesen. Dachte ja gesagt, es wird mehr geben, aber wie es aussieht, wollten sie uns einfach nur zeigen, dass dieser Beerus einen neuen Legendary Finish bekommt. Und deshalb gab es da sicher auch keine weiteren Informationen dazu. Aber dann, Leute, von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Hoffe, für die Leute, die den Beerus haben, aber nie benutzt haben, sind jetzt ein bisschen gehypt, weil jetzt kann es sein, dass er wirklich besser wird. Und dann, ja, was soll ich noch sagen, Leute? Dann, Leute, hoffe ich, dass wir uns beim heutigen Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also, Leute, und ciao!